Ach, der nächste Band der Reihe erscheint erst nächstes Jahr. Cool, ich liebe es zu warten. Wenn ich den Buchrücken so richtig durchknicke, lässt es sich gleich schon viel leichter lesen. Das Buch lesen? Gibt's dazu nicht einen Film? Ich lese nicht gerne. Hoffentlich beschreibt die Protagonistin noch mindestens 5-mal, wie unfassbar schön der Typ ist. Mist, wo soll ich mein Kaugummi hin tun? Der Schreibstil von Shades of Grey ist echt unfassbar gut. Was? Lesezeichen? Nein, das brauche ich nicht. Ich knicke einfach immer die Seite hier oben ein. Schutzumschläge? Wer braucht denn sowas? Die werfe ich immer direkt weg. Nö, das stört mich überhaupt nicht, dass das Erscheinungsdatum des Buches, was ich schon seit Monaten erwarte, um ein halbes Jahr nach hinten verlegt wurde. Ich bin so froh, dass sie das Cover im Deutschen verändert haben. Das sieht viel besser aus. Die Twilight-Reihe hat echt zu wenig Bücher. Nein, ich würde niemals ein Buch nur aufgrund seines Covers kaufen. Wow, bei dieser Protagonistin kann ich wirklich jede kleinste Handlung nachvollziehen. Dieses absolut tolle Buch, was ich total lieben gelernt habe, hat nur noch 10 Seiten. Geil. Das Buch beginnt mit dem 16. Geburtstag der Protagonistin. Das ist ja völlig neu. Gerade ist alles gut und es gibt keine Konflikte. Und das Buch hat noch 150 Seiten. Da kommt bestimmt kein Plot-Twist mehr. Die Percy Jackson-Filme, die sind viel besser als die Bücher. Gerade ist das totale Chaos und das Buch hat noch 20 Seiten. Das geht bestimmt gut aus. Echt schade, dass das Buch so viel Handlung hat. Die Liebesgeschichte kommt viel zu kurz. Nach diesem spannenden Cliffhanger habe ich echt gar keine Lust weiterzulesen. Ich finde, sie hätten die Game of Thrones Bücher im Deutschen echt in noch mehr Bücher aufteilen können. Also die Übersetzung des Titels ins Deutsche hat richtig gut geklappt. Das klingt viel besser als das Original. Ich habe hier zwei aufeinanderfolgende Bücher einer Reihe und die passen von der Größe her gar nicht zusammen. Und das finde ich total cool, weil im Regal sieht sowas immer richtig schön aus. Nein, natürlich habe ich mir noch nie gewünscht, in einer Bücherwelt zu leben. So Leute, das war mein Video Dinge, die Leser nicht sagen. Das war ein bisschen angelehnt an die Videos von Bullshit TV. Also die machen ja auch solche Videos Dinge, die niemand sagt. Und dann dachte ich mir, mache ich mal eine Bücher-Leser-Version daraus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja eine Bewertung da lassen. Und vielleicht gibt es noch Dinge, die euch einfallen, die kein Leser jemals sagen würde. Und dann könnt ihr sie mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen zweiten Teil davon. Und naja, auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht, das Video zu machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns bald wieder. Ciao!